Ja, hallo. Zum Vortrag Zeitenwenden, Ende und Wiederkehr der Geschichte zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Gehe nochmal ganz schnell über den Einleitungstext, damit wir so die Fragestellung hier drin haben. Aber wir hatten ja erstmal uns gefragt, warum also die gleichen Leute nach kurzer Zeit sehr verschiedene Sachen machen als vorher, aber vielleicht auch bessere eben. Und warum das halt, also ne, gerade bei Linken jetzt so ein bisschen wieder anfängt, was zu gehen und die Leute aus der Szene rauskommen. Wie gesagt, daran, dass es jetzt irgendwie so doll in der Welt aussieht, kann es nicht liegen, weil es sieht halt nicht gut aus in der Welt. Von daher ist das wohl eher die Sache, dass das, was in den 90ern zur Grundannahme in der Gesellschaft wurde, dass alles so bleiben würde wie in den 90ern, halt gerade kaputt geht. Und auch die Linke davon halt profitieren können, auch wenn das halt kaputt geht, weil die Rechten und andere Spinner das halt im Moment beweisen, dass es nicht so bleibt. Am Schluss kommst du dann zu den Fragen hier, ne? Also machen, wie könnte diese linke Renaissance aussehen? Könnte es auch eine Liberale geben oder so? Würde ich aber lieber in die Diskussion schieben, nicht nur, weil ich faul bin, sondern auch, weil wir das, ja, also ne, ich kann so ein bisschen Grundbedingungen, die es wahrscheinlich im Moment gibt, angeben, glaube ich, aber das andere müssen ja die Menschen dann selber machen auch. Also können wir auch selber darüber reden. Ich mache dann jetzt erstmal nochmal so einen Teaser, wo wir gerade sind quasi, mit den Videos, wo ihr euch gerade drüber gefreut habt. Anhand von zwei Sachen, einmal Wahrheit und einmal habe ich Hoffnung genannt. Man könnte auch Bereitschaft zu handeln oder glauben, dass man etwas verändern kann oder so sagen. Also quasi erstmal jede Menge Clips, wie sehr das im Moment alles nicht da ist, also was die Problemlage ist. Und dann können wir, wie gesagt, dann mache ich dann dazwischen noch so ein, halt eben den eigentlichen Kern des Vortrags, wie das historisch meiner Meinung nach entstanden ist. Und am Schluss können wir darüber diskutieren, wie wir von diesem Problemfeld wieder wegkommen. Erstmal zu diesem Wahrheitsdings. Da gibt es ja im Moment jede Menge Leute, die das bestreiten, dass es das gibt. Wir sehen gleich was von der AfD, beziehungsweise von ihrem Spitzenkandidaten für Berlin, Pazderski. Dann was von Alexander Dugin, das ist ein rechtsradikaler Kreml-Berater. Wobei der ist jetzt nicht mehr ganz so beliebt, weil er wohl zu offen zur Ukraine gesagt hat, töten, töten, töten. Das ist meine Meinung als Professor. Das ist dann wohl doch nicht so gut angekommen. Und dann noch eine relativ lange Collage zu Donald Trump, weil der jetzt gerade gewonnen hat und es da wirklich einiges gibt zu diesem Thema des postfaktischen Zeitalters, wie es unsere große Kanzlerin mal genannt hat. Wir fangen an mit AfD. Es geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht darum, wie das der Bürger empfindet. Im Englischen gibt es ein schönes Wort, das heißt Perception is Reality. Das heißt also, das, was man fühlt, ist auch Realität. Dugin kommt jetzt. Der Typ auf dem Bild ist der letzte Zar. Everything is relative, and we in Russia, we could use postmodernity in order to explain to the West that if any truth is relative, so we have our special Russian truth that you need to accept as something that maybe is not your truth, even if it's not true. But if the truth is relative, that doesn't mean that the truth doesn't exist. That means that absolute truth, one for all, doesn't exist. Let's think. Das ist Mike Pence, Vice President elect von Trump gerade. Der wurde darauf angesprochen, dass Trump getweetet hätte, er hätte auch den Popular Vote gewonnen, wenn nicht 3 Millionen Leute illegal abgestimmt hätten, also so illegale Einwanderer in Kalifornien vor allem und so. Da gibt's halt überhaupt keine Beweise für. Es gab wohl 4 Fälle von Voter Fraud. Das sagt nichts über Election Fraud aus, also es könnte immer noch diese Sachen von Putin geben, aber individuelle Leute haben wohl nur 4 Leute irgendwie nicht regelkonform abgestimmt. Darauf wird er jetzt halt hier angesprochen. To express his opinion as president-elect in the United States. Well, why is it refreshing to make false statements? Well, look, I don't know that that is a false statement, George, and neither do you. Can you provide any evidence to back up that statement? Well, look, I think he's expressed his opinion on that. He's entitled to express his opinion on that. What's the media saying?
Das ist, glaube ich, nicht so wichtigere Unterstützerin von Trump. But these are lies. But on the other half, there are many people that go, no, it's true. And so one thing that has been interesting this entire campaign season to watch is that people that say facts are facts, they're not really facts. Everybody has a way of interpreting them to be the truth or not truth. There's no such thing, unfortunately, more of facts. You've been hearing me say it's a rigged system, but now I don't say it anymore because I won. Now I don't care. I don't care. Maria, they were going to Michigan. Was das, die Crowd jetzt ruft, ist Lock, hör ab. Also das war Teil seines Wahlkampfs, dass er Hillary einspielen, sperren will, also seine Gegenkandidatin. Und das rufen die halt gerade im Hintergrund. That play is great before the election. Nah, we don't care, right? We're going to drain the swamp of corruption. Funny how that term caught on, isn't it? I tell everybody, I hated it. Somebody said, drain the swamp. I said, oh, that's so hokey. That is so terrible. I said, all right, I'll try it. So like a month ago, I said, drain the swamp. Place went crazy. I said, whoa, what's this? Then I said it again. Then I started saying it like I meant it, right? And then I said it, I said loving it. And the place went, it's drain the swamp. I mean, it's true. It's true. Okay, sorry, ich fasse gleich nochmal zusammen. die letzten drei waren jetzt Ausschnitte von seiner Thank-You-Tour. Also statt zu seinen Sicherheitsbriefings mit dem CIA zu gehen, macht er im Moment weiter Wahlkampf, obwohl er gewonnen hat. Das war halt von diesen Tours, von dieser Tour für seine Fans, wo er gesagt hat, also drei wichtige Sachen, Hillary einsperren, also dieses Theaterstück quasi ist großartig vor der Wahl, aber jetzt interessiert uns das doch nicht mehr, oder? Drain the Swamp of Corruption, also den Sumpf der Korruption austrocknen, sagt er so, es klingt so, dann habe ich es mal versucht und alle sind so ausgerastet und dann habe ich es gesagt, als ob ich es gemeint hätte. Und dann Drain the Swamp, Drain the Swamp. Yeah, really, we're gonna drain the swamp. So, also, ne? Genau, also er verarscht, also ne, er sagt seinen Wählern ins Gesicht, dass er sich verarscht hat und die klatschen halt noch. Genau. Dann jetzt die nächste Sache, also einmal einfach, sein Team sucht wohl wirklich nach Namen von Leuten, die sich mit Klimawandel befassen, weil er daran halt nicht glaubt und das für eine Verschwörung hält. Genau, da gibt's jetzt gleich auch noch einen Clip zu. The climate change community is so freaked out. This is true. Scientists are frantically copying U.S. climate data, fearing it might vanish under Trump. Again, if you want to hide something, put it wherever his tax returns are. Of course, American scientists are not on their own in this one. In Toronto, experts will copy irreplaceable public data and compile a website to harbor scientific information. That's right. It's gotten so bad that even facts are moving to Canada. Achso. Genau. Okay, ich kann es nochmal zusammenfassen. Klimawissenschaftler aus den USA transferieren ihre Daten nach Kanada, weil sie halt Angst haben, dass die Daten verschwinden könnten bei Trump. Okay, genau, und auch kanadische Wissenschaftler machen da jetzt wohl ein Projekt, um ganz allgemein wissenschaftliche Daten da zu sammeln, weil die halt wohl auch Schiss vor Trump haben. Genau, das ist so die grobe Zusammenfassung. Also es geht nicht nur darum, dass er persönlich Scheiße erzählt, sondern es könnte auch so noch schlimmer werden halt für Wahrheit. Was hier, ne, der eine Punkt war, jetzt kommen wir damit Zusammenhang zu diesem anderen Punkt, den ich quasi Hoffnung oder Glauben, dass man was verändern kann, genannt habe. Das ist jetzt das eine Lied aus der, das ich in der Ankündigung zitiert habe von der Antilopen-Gang. Das ist so eine, ja, antideutsche Rap-Gang hier oder Rap-Band hier halt. Die halb ironisch, halb vielleicht auch nachvollziehend halt ein Mindset zu versuchen zu beschreiben, das im Moment halt
ja, zu einem gewissen Grad halt vorherrscht. Ich lasse das mal selber sprechen. Verbreiten Sie erfolgreich eine Werbeagentur. Das ewig gleiche wird stetig als neuer Tick vermarktet und revoltet, sieht doch heute keine Leute auf die Straße. Was doch besser so ist, wenn man die Menschheit ansieht. Wenn die Welt untergeht, werde ich Ex-Terrorist. In Zeiten der allgemeinen Überflüssigkeit wird es immer jemand geben, der da Bücher drüber schreibt. Jede Epoche hat die Kunst, die sie verdient. Heutzutage ist es Antilopen-Untergrundmusik. Ich bin eine alte Frau, ich verstehe da kein Wort. Ich bin sehr froh, dass Sie das vorher gelesen haben. Hat noch jemand nicht verstanden? Soll ich es vorlesen? Oder? Ich bin hier in dieser Ecke, vielleicht liegt das auch irgendwie so an irgendwelchen Effekten, ist die Akustik extrem gut. Okay. Ja, nee, es geht aber mit Rap echt so, deswegen habe ich gesagt, ich bin eine alte Frau, ich verstehe bei Rap nie was. Okay, ja, aber wir haben auch was nicht gerapptes und wir gehen jetzt auch zum Teil mit dem Text über. Genau. Es geht jetzt halt weiter, ne? Also dass die das jetzt irgendwie halt irgendwie vor sich hingerappt haben, ist kein Zufall. Ich würde halt sagen, in den 70ern ist halt ein Mindset entstanden, was das halt bis ungefähr heute entwickelt und fortgeschrieben hat, auch wenn das halt im Moment gerade wieder in die Krise kommt, dieses Mindset. Zu tun hat damit unter anderem halt Lyotard, das ist halt ein sehr instruktives Zitat, relativ früh aus der Sache, die ich jetzt nochmal vorlesen will. Ne? Wie kann das Ideal der Beherrschung des eigenen Lebens unter diesen Umständen weiter bestehen? In der Vorstellung, die sich die Gelehrten in der Epoche der Postmoderne von der Wissenschaft machen, veraltet es langsam. Vielleicht ist der Mensch nur ein besonders ausgeklügelter Knoten in der allgemeinen, das Universum konstituierenden Interaktion der Strahlungen. Also, das ist, ja, vielleicht sind wir halt nur irgendwie Funktionen von Zufall oder was auch immer laut ihm. Es ist, für ihn ist halt, also die Möglichkeit irgendwie die Welt zu erkennen und sich darüber zu verständigen und sie zu verändern, völlig nicht mehr gegeben. Genau, da jetzt nochmal von Gumbrecht, das ist ein unbekannterer postmoderner Theoretiker, halt ein bisschen später hat er dann nochmal gesagt, doch es geht dieser öffentlichen Aufmerksamkeit darüber hinaus fast immer um eine Kritik der jeweils gegenwärtigen Situation und um Vorschläge zu ihrer Veränderung. Und hier bleibe ich auf Distanz, vor allem aufgrund einer prinzipiellen Skepsis gegenüber der Möglichkeit, solche Situationen steuern oder auch nur in Ansätzen verändern zu können, um dann halt zwei Seiten weiter vorzufahren. Die Erwärmung des Planeten wird jedenfalls mit all den längst erfassten Konsequenzen voranschreiten, weil man kann es ja nicht mehr verändern. Das ist aber nicht nur auf akademischen Bereich begrenzt. Mittlerweile ist es eigentlich, würde ich sagen, eher ein Selbstbedienungsladen, mit dem jeder alles begründen kann, zum Beispiel auch die SPD. Im Grundsatzprogramm, was von 1989 bis 2007 gültig war, 98 nochmal überarbeitet wurde, findet man halt diese Stelle. Irrtum und Schuld, Krankheit und Unglück, Schmerz und Verzweiflung, Versagen und Scheitern gehören auch in einer Gesellschaft der Freien und Gleichen zum Leben der Menschen. Politik kann nur Bedingungen für ein sinnerfülltes Leben schaffen. Wenn sie selbst Glück und Erfüllung bewirken will, läuft sie Gefahr, in totalitäre Reglementierung abzugleiten. Da kriegt man auch gleich Lust, die zu wählen. Genau, also ne, das ist so ein bisschen die Analyse, die ich stellen würde oder für die Problemlage. Und dann kommt jetzt eigentlich zum eigentlich historischen Teil. Halt mit einem Schnelldurchlauf aus dieser Arbeit, auf der das aufbaut. Kurz zum Konzept der Arbeit. Ich habe mir halt vier Paradigmata angeguckt, die nacheinander galten und also wie Menschen sich Geschichte vorgestellt haben oder konzeptualisiert haben, ne? Wie passiert Geschichte? Vormoderne, das ja, mit den Daten seht ihr ja, modern, postmodern und am Schluss halt neomodern, wobei man dann auch noch nicht so viel zu sagen kann. Heißt? Bitte? Heißt? Was heißt was? Was heißen die Begriffe? Achso, okay. Jeden Fall. Ja, werde ich auch noch der Reihe nach erklären, die kommen jetzt dran. Mache ich am besten da, sonst doppelt sich das jetzt hier. Generell, ne, die entstehen schon aus den gesellschaftlichen Bedingungen, die es gerade einfach gibt, prägen aber halt weiter, wohin sich diese Bedingungen entwickeln. Sollen wir hier noch mit... Oh, sorry.
Also erstens ist das vormoderne Paradigmata, das ist nicht ganz klar, wann das anfängt, aber spätestens 1789 endet das eigentlich. Es gab natürlich dafür schon Vorläufer. Was das, wie gesagt, heißt, kommen wir gleich im Teil, der dazu ist, zu. Das Moderne halt spätestens ab da bis circa 1970, das braucht halt auch ein bisschen Zeit, um zusammenzubrechen, so, ne, aber da wird es akut. Ab da entwickelt sich halt eben, ne, mit diesem Schock, den ich gerade mit Lyotard und so schon angedeutet habe, über die halt die Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dieses postmoderne Paradigma, was halt eigentlich bis heute das Vorherrschende ist, würde ich sagen, aber gerade halt eben massiv in der Krise ist. Genau. Ich muss da trotzdem zwischenfragen, was meinst du mit diesen Zeiteinteilungen oder wie Menschen sich das konzeptualisieren? Im Diskurs, also Menschen im Diskurs, Menschen in Europa, die Geschichtswissenschaften und ihre Paradigmenwechsel oder so, oder also. Also es ist, ja, man könnte schon so ein bisschen im Fokus-Sinne Diskurs sagen. Also schon das, was quasi das Wissen in einer Gesellschaftsform gerade strukturiert. Oder halt eben die Gesamtheit so, aber es ist halt nicht so statisch wie bei Foucault, also ne, es ist ja ständig im Wechsel. So. Dann frage ich nur kurz noch mal eins nach, um zu schauen, ob ich dich richtig verstanden habe, weil das Einzige, was mir so als Paradigma in den Geschichtswissenschaften stimmt, das ist so Oswald Spengler da mit diesen aufsteigenden und absteigenden Dingen. Ja, das ist quasi ein... Aber das hätte ich gesagt, das ist nicht 70 gekippt, sondern viel später. Meinst du sowas oder was? Ja, das ist durchaus auch eine Reaktion halt auf die Krise der Moderne, aus der sich dann halt auch das postmoderne Paradigma entwickelt hat. Und der Dugin zum Beispiel findet den Sprengler auch super. Genau, aber das war ein Vorläufer eher in dem Sinne, würde ich sagen. Genau, würde ich jetzt auch zum vormodernen Paradigma kommen. Das geht zurück auf, dann eigentlich relativ konservativen und auch ein bisschen postmodernen Historiker namens Reinhard Koselleck, der aber bis auf ein paar Sachen, die jetzt hier nicht so wichtig sind, schon was ganz Interessantes dazu geschrieben hat. Ne, also wodurch war dieses Paradigma gekennzeichnet? Zum einen gab es halt einfach kaum Neuerungen und wenn es welche gab, haben die sich so langsam verbreitet und durchgesetzt, dass man das quasi nicht unbedingt gemerkt hat, dass jetzt was Neues kommt und ne, sondern dass man auf einmal glauben könnte, das hätte man doch sowieso schon jetzt irgendwie ein paar Jahre gemacht oder so. Was folgt daraus? Zum einen neben klassischem Traditionalismus halt ein zirkuläres Geschichtskonzept, also Geschichte läuft quasi im Kreis für die. Oder wie es Machiavelli ausgedrückt hat, wer die Zukunft voraussehen wolle, müsse in die Vergangenheit blicken, denn alle Dinge auf Erden haben jederzeit Ähnlichkeit mit den Vergangenen gehabt. Also es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Elementen, die halt irgendwie neu angeordnet werden und sich wiederholen. Und es kann halt nichts Neues passieren. Das geht so weit, dass beispielsweise bei der Belagerung von Mailand durch Barbarossa eigentlich die Belagerung von Jerusalem durch die Römer beschrieben wurde, weil man das halt als moralisches Lehrstück und nicht als historische Genauigkeit betrachtet hat. Und das Einzige, was halt tatsächlich neu und einzigartig sein könnte, wäre halt wegen Christentum Apokalypse, das Ende der Welt. Das passiert halt nicht nochmal. Und ist auch noch nicht passiert. Was hat das für eine Wirkung quasi sozialgeschichtlich? Würde ich hier Walter Benjamin zitieren, der hat sich nicht genau das angeguckt, sondern halt von ich glaube von Fourier, also von so einem eingekerkerten Revolutionär, der gesagt hat, quasi auch sowas Ähnliches geschrieben hat, in diesem Kosmos würde alles immer nur auf der Stelle treten, dass diese Kennzeichnung halt laut Benjamin jetzt eine vorbehaltslose Unterwerfung sei, zugleich aber die furchtbarste Anklage gegen eine Gesellschaft, die dieses Bild des Kosmos als ihre Projektion an den Himmel wirft. Na, also die Leute kriegen schon mit, dass es ihnen schlecht geht, sagen das auch, aber sagen halt, das können wir nicht ändern, weil das liegt an irgendwas Übernatürlichem hier, der Kosmos, sonst halt irgendwie Gott oder was auch immer. Na, und deswegen, ja, ist halt okay so. Kann man nichts gegen machen. Wobei das halt
durchaus nicht immer ging. Also ne, bereits 400 vor Christus oder was auch immer dieser Typ jetzt war, ne, also vor unserer Zeitrechnung, sagen wir mal, gab es halt in Nordindien Bewegung, die halt materialistisch und atheistisch drauf war und so gesagt hat, so, ja, wir glauben jetzt halt nicht mehr an Götter, und wenn die Brahmanen halt erzählen, so, wir sollen unseren Ahnen was opfern, dann sagen die das halt, weil die Opfergabe selber haben wollen. So, ne? Europa brauchte nochmal 2200 Jahre, um den gleichen Gedanken politisch wirksam werden zu lassen. Oder Bauernkriege oder was auch immer. Also, ich will nicht länger sein, der Knecht, leibeigen, fröhlich, ohne Recht. Ein gleichgesetztes Willichhahn vom Fürsten bis zum Bauersmann. Das war auch noch ein paar Jahrhunderte vor der Französischen Revolution. Aber haben halt alle verloren. Im Gegensatz zur Französischen Revolution dann. Oder amerikanische vielleicht noch vorher. Habe ich das richtig verstanden, dass der Benjamin sagt, dass der Fourier gesagt hat, Geschichte ändert sich nicht, beziehungsweise wiederholt sich? Ja, im Kerker hat der Fourier das geschrieben. Genau, also das hat er nicht geschrieben, als er noch Revolution gemacht hat, sondern halt, als er dafür im Kerker saß. Genau. genau, wie ist das dann halt zu Ende gegangen? Es gab halt einfach vor allem erstmal in elitären Kreisen halt so Patriziertum oder so, die Erfahrung davon, dass es einfach Neues gibt, Sachen, die es vorher nicht mehr gab, nicht gab, so, die Menschen geändert haben. Und ja, da müssten sie halt irgendwie mit umgehen. Wozu? Genau. Ja, oder beziehungsweise erstmal das vielleicht Entscheidendste dann halt, die Zielbestimmung einer möglichen Vollkommenheit, die früher nur im Jenseits erreichbar war, diente seitdem einer irdischen Daseinsverbesserung, die es erlaubte, die Lehren von der letzten Dingen durch das Wagnis einer offenen Zukunft zu überholen. Seitdem konnte die ganze Geschichte als ein Prozess andauernder und zunehmender Vervollkommnung begriffen werden, der, trotz aller Rückfälle und Umwege, schließlich von den Menschen selber zu planen und zu vollstrecken sei. Ja, selbsterklärend, oder? Also. genau. Wie der Koselleck dann da halt eben dran weitergeht und wo der später dann seine Kritik halt eben an der Moderne dran aufbaut, ist halt dieses Begriffspaar Erwartung, Erfahrung, wobei er halt erstmal nachweist, ne, dass dieses Geschichtsbild entwickelt sich ja, weil das alte Geschichtsbild nicht mehr greift. Man kann aus der Erfahrung nicht mehr die Zukunft ableiten, also muss ein neues Geschichtsbild entwickelt werden, so, ne, eben zusammengefasst in, oder halt am entscheidenden Wendepunkt halt eben 1789. Die Französische Revolution war für die Welt eine Erscheinung, welche aller historischen Weisheit Hohn zu sprechen schien, und täglich entwickelten sich aus ihr neue Phänomene, über welche man die Geschichte immer weniger zu befragen verstand. Gleichzeitig heißt das auch, ne, wenn man auf einmal irgendwo hin kann und nicht ganz klar ist, wo das ist, dann kann man sich auch drüber streiten, wo man hin will. Also da entsteht erst sowas wie Liberalismus, Sozialismus, Konservativismus und Konservatismus und so weiter. Also die halt eben die politischen Strömungen der Neuzeit. Und insgesamt ist es halt ein nicht mehr ein zirkuläres, quasi rundes Bild, sondern ein lineares Paradigma. Also ne, die Zeit schreitet halt voran, physikalisch auch quasi immer gleich, da kann man nichts dran ändern. Aber es entsteht halt eben Neues. Die Menschen können halt ja beeinflussen, was da entsteht. Ja, und sollten das in ihrem eigenen Interesse halt auch machen. Es gab aber auch immer Probleme damit. Gibt es natürlich mehr als die Beispiele jetzt hier, aber ein paar will ich mal aufführen, weil die ja auch dann in den 70ern beispielsweise wieder also bemerkt werden, ne, und halt irgendwie auch dazu führen, dass es die Kritik eben an der Moderne gibt. Da ist zum einen eben eine Vorstellung, die es zum Teil gab, dass der Fortschritt automatisch geschehe, dass die Menschen das doch nicht machen müssten. Das macht die Geschichte schon irgendwie anscheinend. Also ich weiß nicht, Karl Kautsky von der Deutschen Sozialdemokratie meinte so, ja, wir sind zwar eine revolutionäre Partei, aber keine Revolution machende. Von daher müssen wir uns auch gar nicht Gedanken darüber machen, wie jetzt die Revolution passiert oder so, weil, ne, also die passiert halt aus der Geschichte, da können wir weder was für noch was gegen machen und unsere Gegner halt auch nicht. So. Benjamin aber zum Beispiel hat es auch hart kritisiert, und so ein anderer Historiker, Robeck heißt der meinte, zumindest im engeren Zeit der Aufklärung gab es diese Teleologie eigentlich auch eher als Ausnahme als Regel. Genau, oder halt, man konnte auch wirklich ganz konkret massiv Scheiße aus diesem
diesen Mindset halt herausmachen. Zitat wieder. Man wusste sich als Gruppe, als Land oder schließlich als Klasse den anderen voraus. Man war technisch überlegen, man schaute auf vorzeitige Entwicklungsstufen anderer Völker herunter, die anzuleiten sich deshalb der zivilisatorisch Überlegene berechtigen musste. Kolonialismus hatte durchaus auch was mit diesem neuen Geschichtsbild zu tun, wobei man es halt auch aus diesem Geschichtsbild und aus der neuen Standwissenschaft widerlegen kann und sagen kann, dass Rassismus scheiße ist. Das ist halt eben der Vorteil an Wissenschaft, dass sie sich halt eben korrigieren kann. Habe ich das richtig verstanden, dass das aber von Herrn Marx kommt? Was jetzt? Geschichtsbild. Der war auch Teil dieses Geschichtsbildes, hatte das halt auch und er hat das in eine bestimmte Richtung nochmal weitergeführt, aber das fängt ja mit 1789 richtig ernsthaft an und ein paar hundert Jahre vorher schon den Vorläufern. Also, da hat das nicht erfunden oder so. Genau. Und es gab nicht nur immer Probleme schon damit, sondern es gab auch immer schon Leute, die da was gegen hatten und auch nicht unbedingt nur aus guten Gründen. Zum Beispiel Edmund Burke, der gilt so ein bisschen als der geistige Vater des Konservatismus, hat den halt durchaus so ein bisschen in der Art von den Videos vom Anfang dieses neue Mindset kritisiert, direkt 1790, also ein Jahr nach der Revolution in seinem Buch darüber, wo er sie halt verdammt. Ich muss wieder ein bisschen übersetzen, dann, oder? Nee, größer. Okay. Through the same plan of conformity to nature in our artificial institutions and by calling in the aid of our unerring and powerful instincts to fortify the fallible and feeble contrivances of our reason, we have derived several other and those no small benefits from considering our liberties in the light of an inheritance. Konformität zur Natur in unseren künstlichen Institutionen, also ne, Natur ist halt eben besser als diese künstlichen Institutionen, die die Menschen selber geschaffen haben. Und halt lieber eben diese machtvollen Instinkte als die fehlbare und schwache Vernunft. Und weil sie halt eben eher das machen und ihre Freiheiten betrachten im Licht einer Erbschaft und sich so verhalten, als ob immer kanonisierte Vorväter dabei wären, wird der Geist der Freiheit, der an sich eher zu Misrule, also Missherrschaft und Exzess führt, wird er halt gedämpft mit einer schweren Gravity, ja, Kraft oder so. Ja, all you Sophisters, also all ihr Sophister könnt nichts Besseres erfinden als unsere mannhafte Freiheit, die wir halt eben dadurch bekommen haben, dass wir auf unsere Natur gehört haben, nicht auf unsere Spekulationen, auf unsere Brüste, nicht auf unsere Invention, also er meint das Herz. Schon so ein bisschen halt gefühlte Realität, ne? Also gar nicht so neu, wenn man es so betrachtet. Das zieht sich dann auch durch 19. Jahrhundert mit schwarzer Romantik von Le Siècle. Wo es halt aber eben dann richtig durchschlägt, ist halt eben mit dem an Beginn des 20. Jahrhunderts oder dem, was der Historiker Hobsbawm als Katastrophenzeitalter 1914 bis 1945 beschreibt. Oder halt allgemein in einer Krise der Moderne, wie ich es dann nennen würde. Genau, im Ersten Weltkrieg werden tatsächlich auch mehrere zentrale moderne Hoffnungen massiv enttäuscht. Zum einen halt eben, dass heutzutage der Fortschritt eines Jahrhunderts dem von Jahrtausenden in früherer Zeit gleichkommt, Zitat. Es gab zwar diese extreme Produktivkraftentwicklung, die auch empirisch unterfüttert hat, was man quasi über die Geschichte geglaubt hat, aber auf einmal sind das halt alles Waffen, die man sich um die Ohren haut. So, ne? Auf einmal sind es halt Destruktivkräfte und man kann es halt nicht mehr gut finden. Die Sozialistische Internationale, die ja eigentlich sich als Vorkämpferin des Fortschritts verstanden hat und auch geschworen hat, gegen den Krieg zu kämpfen. Ja, die nationalen Sektionen von denen schwören halt jetzt auf einmal ihren Regierungen alle, dass sie die Regierung unterstützen. So ein bisschen bis auf einen Teil halt der russischen Sozialdemokraten, auf die wir dann später nochmal kurz zurückkommen.
Genau, und drittens halt allgemein der Glauben, dass es sich halt verändert und zum Besseren verändert. Oder halt jetzt konkret am Thema Nationalität, dass die Schranken der Nationalität, die zur Kindheit der Gattung gehören, in der Sonne der Wissenschaft und Kunst dahinschmelzen und sich auflösen werden. Weil, naja, also das, der Erste Weltkrieg war halt irgendwie quasi der Beweis dafür, dass Nationalismus anscheinend doch stärker war als diese Weiterentwicklung und Internationalismus, zumindest vorerst. Genau. Das heißt natürlich nicht, dass die ganzen Leute, die vorher angepisst waren und Veränderungen wollten, jetzt nicht mehr angepasst sind und Veränderungen wollen. Aber sie haben halt auch keinen Bock mehr auf die Sozis, die ihnen die Veränderung vermasselt haben. Also suchen sie sich irgendwelche anderen Leute. Und ja, das sind zum Teil halt eben durchaus Faschisten. Die sind in der Form teilweise durchaus modern, also ne, sie machen so Massenpolitik, wie sie halt erst 1789 entstanden ist im engeren Sinne. Inhaltlich sind sie aber voll dagegen, daher quasi dieser Ausdruck antimoderne Moderne. Denn Zitat von Mussolini: Alles, was ich in diesen letzten Jahren gesagt und getan habe, ist Relativismus aufgrund von Intuition. Wenn Relativismus, Verachtung für feste Kategorien und derjenigen, die die Träger der objektiven und unsterblichen Wahrheit zu sein behaupten, bedeutet, dann gibt es nichts Relativistischeres als die faschistische Haltung und Aktivität. Ausgehend von der Tatsache, dass alle Ideologien den gleichen Wert haben, dass alle Ideologien bloße Fiktionen sind, kommt der moderne Relativist zu der Einsicht, dass jeder das Recht hat, seine eigene Ideologie zu erschaffen und zu versuchen, sie mit aller Energie, die ihm zur Verfügung steht, durchzusetzen. Ne? Also eben daraus, dass es nicht mehr eine Wahrheit gäbe, leiten sie jetzt nicht mehr ab, dass sich ja jetzt alle lieb haben können, weil sie sich nicht mehr darum streiten müssen, was stimmt, sondern ne, sie müssen halt überhaupt nicht mehr checken, als das, ob das, was sie glauben, halt eben wahr ist, sondern sie können sich einfach so bis zur letzten Konsequenz für halt ihre kontingenten Spinnereien quasi bekämpfen. So, und ja, er ist halt dafür. Genau. Ein bisschen verheerender für das moderne Selbstverständnis war halt tatsächlich aber vielleicht die Verbrechen des Stalinismus, weil die sich halt eben ganz explizit als neue Vorkämpfer des Fortschritts halt auch wieder gesehen haben. Spätestens in den späten 30ern über den Säuberungen unter Stalin und so, aber irgendwie klar wurde, dass das jetzt nicht so die große Befreiung der Menschheit ist, wie man gehofft hatte. Das wurde aber auch unterm Teppich gehalten. Also im Gegensatz zur frühen Sowjetunion, wo sich die durchaus noch gewundert haben, wieso die ihrer Meinung nach auf einmal so viel Gewalt einsetzen müssen und wie man das dazu kommen könnte, dass man das denn wieder lässt. Ne? Unter Stalin wird es halt verschwiegen, bis in die 70er halt. Was dann halt dazu führt, als einen Faktor, dass es in den 70ern halt zum Zusammenbruch dieses modernen Geschichtsbildes kommt. Nochmal ein Zitat. Alexander Solzhenitsyns, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, Buch Der Archipel Gulag, dessen Veröffentlichung in den 70ern zur Abkehr einer ganzen französischen intellektuellen Generation vom Kommunismus führte, konnte diese Wirkung nur entfalten, weil Informationen aus dem Lager über den Lagerkosmos und das volle Ausmaß der Verbrechen des Stalinismus innerhalb der kommunistischen Weltbewegung über Jahrzehnte tabuisiert waren. Genau. Der erste Faktor dafür, warum halt das moderne Geschichtsbild in den 70ern dann eben zusammenbricht. Das zweite, eine generellere Enttäuschung, die sich halt so ein bisschen über Zeit aufgestaut hat, und vielleicht war es in den 70ern halt einfach so weit, dass das quasi das Enttäuschungsfass voll war oder so. Zitat von Jean-Marie aus der französischen Resistance: Ich brauche Sie nur daran zu erinnern, dass wir alle, die wir in der Resistance waren, gedacht haben, es würde eine neue, gerechtere Welt geboren, mit der Niederschlagung Hitlers, und dass dem gegenüber eine Welt entstand, die wahrhaftig nichts von Gerechtigkeit, Güte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hatte. Dritter Faktor, gleichzeitig gab es in den 70er, also von 45 bis in die 70er, das war ja quasi ein bisschen die goldene Zeitalter des Kapitalismus, ne, der Boom nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hatte so viel zerstört, dass man mit eigenem Profit wieder einiges aufbauen konnte. Genau, das geht halt da vorbei, die Wirtschaftskrisen kommen wieder. Das heißt, die Leute, die jetzt von der Sowjetunion enttäuscht sind, können auch nicht einfach quasi zum Westen wechseln, weil sie da auch so ein bisschen enttäuscht sind. Und
Dann halt eben nochmal als vierter Faktor, es wird auch klar, dass das, also bestimmte wirtschaftliche Annahmen haben ja also Ostblock und Westblock durchaus geteilt, so, ne, also dass man halt einfach, ja, Wirtschaftswachstum halt so durchziehen muss, für, ne? Und es wird halt in den 70ern klar, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Ich zitiere dann jetzt hier die Studie vom Club of Rome, die er halt 72 rausgegeben hat. Meadows ist halt der Projektleiter. Einfach das Zitat auch wieder. Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Das heißt nicht, dass das laut dem Club of Rome eine Notwendigkeit wäre. Die haben auch durchaus Szenarien errechnet, wo man beispielsweise den Rohstoffverbrauch auf null senken konnte durch halt Technologie. Aber so ein bisschen war halt in den 70ern dann die Reaktion ja nicht, dann lass das doch so machen, sondern dann geben wir jetzt auf. Zumindest in Kombination mit den anderen Faktoren. Diskussion dann einfach, oder? Also später halt. Ja. So Diskussion auch zurückhalten, da Genau. Wie sah dann eben dieser Zusammenbruch aus? Es gab halt eben eine Schuldzuweisung an Sachen, die Moderne ausgemacht haben, also eben diese Rationalität. Und wie es halt für die Postmoderne typisch werden soll, die Sprache. Dazu wiederum ein Zitat von Lyotard. Das 19. und 20. Jahrhundert haben uns das ganze Ausmaß dieses Terrors erfahren lassen. Wir haben die Sehnsucht nach dem Ganzen und dem Einen, nach der Versöhnung von Begriff und Sinnlichkeit, nach transparenter und kommunizierbarer Erfahrung teuer bezahlt. Die Antwort darauf lautet, Krieg dem Ganzen, zeugen wir für das Nicht-Darstellbare, aktivieren wir die Differenzen, retten wir die Differenzen, retten wir die Ehre des Namens. In diesem Sinne klagt Lyotard dann durchaus auch im gleichen Text, dass an modernen Kulturgütern schlecht sei, dass, Zitat, das Publikum in ihnen erkennt, um was es sich handelt und versteht, was sie bedeuten. Das, wegen sowas gab es laut Lyotard Auschwitz. Und Derrida, halt eine andere Größe aus der Zeit, will halt dieser Forderung nachkommen von Lyotard. Und er findet den Begriff der Differenz mit A, sonst wird das mit E geschrieben und sagt halt einfach, mit E heißt einfach nur ein Unterschied zwischen zwei Sachen. Für Derrida ist das ein Prinzip, nämlich das Prinzip der ja unumgänglichen, allseitigen Andersartigkeit von allem zu allem. Also nichts ist gleich, man kann über nichts eine richtige Aussage treffen. Das. Ne, und auch Leute, die sich halt nicht auf die Derrida oder von den Text von ihm hier beziehen, würde ich sagen, haben halt durchaus teilweise eine ähnliche Herangehensweise. Also in der Arbeit, das kommt jetzt hier nicht vor, gibt es Leute, die wollen unbedingt auseinandernehmen, dass es sowas wie eine Zeit gäbe. Es gäbe eigentlich ganz viele verschiedene Zeiten. So. Solche Sachen halt. Genau. Entsprechend sehen dann auch die Geschichtskonzepte aus in der Postmoderne. Also es gibt erstmal kein einheitliches Geschichtskonzept. Also Hölscher und Lübbe, die jetzt im Zitat vorkommen, das sind auch so eher akademische, nicht ganz so bekannte postmoderne Theoretiker aus der Geschichtswissenschaft auch eher. Jetzt auch nicht viel mit quasi den linken Postmodernen, die wir jetzt wahrscheinlich besser aus unserem alltäglichen Leben kennen, zu tun haben. Wie gegenseitig die das halt konzipieren, Geschichte, kann man dann hier wieder sehen, hatte Hölscher von einer Kolonialisierung der Zukunft durch wissenschaftliche Prognosen gesprochen, übrigens auch eine krasse Sache, wenn man wissenschaftliche Prognose macht, kolonisiert man in die Zukunft, weil dann nicht mehr einfach passieren kann, was einfach passieren würde oder sowas. Aber während der das macht, behauptet Lübbe eine Kolonialisierung der Gegenwart durch die Zukunft. Also halt völlig entgegengesetzt, aber was ist halt das Gemeinsame? Der Verlust oder die Verdammung der Möglichkeit zur rationalen Erkenntnisübereinkunft und Planung. Das ist gleichzeitig so allgemein, das gilt nicht nur für Leute, die sich selber postmodern nennen, sondern ab den 70ern
mit zunehmendem Maße gilt das eigentlich für fast alle Strömungen. Also eben ja auch für die größten Teile der Linken, würde ich sagen, die ja geglaubt haben, dass es nicht mehr weitergeht. Was erklärt, warum sie es auch nicht so stark mehr teilweise versucht haben. Sondern, ja. Ich sehe, wir haben gleich eine schon eine lebhafte Diskussion. Genau. Die ganze Tendenz verstärkt sich dann nochmal in den 1990ern, weil, also ne, zum einen, weil da halt die Sowjetunion, die zwar schon lange nicht mehr so richtig dolle ist, aber immer noch als Gegenmodell gilt, zusammenbricht. Und ja, die Leute, die dann halt aus dem Kalten Krieg übrig bleiben in Führungspositionen, also das leidlich ausnutzen. Also Margaret Thatcher hatte schon in den 80ern mit so neoliberalen Reformen angefangen und gesagt, there is no alternative, es gibt keine Alternative. Das wurde in den 90ern halt natürlich nochmal viel stärker. So, ne? Also es lässt sich wirklich nichts mehr substanziell verändern. Zu einer Theorie hat das dann beispielsweise auch Francis Fukuyama gemacht, der das Ende der Geschichte verkündet hat und halt eben, was für ihn dann eben hieß, ewiger Kapitalismus und ewige liberale Demokratie. Die Sache ist, auch Leute, die eigentlich nicht mochten und die theoretisch völlig ihnen entgegengesetzt waren, haben es quasi praktisch geglaubt. Also ne, im Endeffekt haben sie sich quasi in der Analyse getroffen. Denn also ne, im gleichen Jahr schreibt dann beispielsweise Sigmund Baumann, auch eine theoretische Größe, über Sozialtechnologie, also das ist im weitesten Sinne jetzt einfach eingreifendes, bewusstes Handeln in die Gesellschaft darunter zu verstehen. Sozialtechnologie als ein gültiges Mittel der politischen Praxis aufzugeben, bedeutet alle Visionen einer anderen Gesellschaft aufzugeben und aus dem gleichen Grund zu diskreditieren. Ja, eine Art intellektuelle Prohibition, auch nur der Erwägung eines gesellschaftlichen Modells, das sich vom Bestehenden unterschiede. Ein paar Zeilen später fährt er fort. Man kann sogar sagen, dass die Verhinderung der Sozialtechnologie selbst eine gewisse Art Sozialtechnologie ist. Sobald man einmal weiß, welche Konsequenzen die natürlichen Entwicklungen sehr wahrscheinlich mit sich führen werden, wenn man sie nicht beobachtet und korrigiert. Das Kapitel endet dann allerdings damit, dass er sagt so, ja, also, ne, egal ob wir jetzt was machen oder was nicht machen, die Ergebnisse sind halt schlecht, also in der gleichen Hoffnungslosigkeit. Genau. Trotzdem gibt es ja eine Praxis in der Postmoderne, die halt oft eben über Identitätspolitiken läuft. Genau, der Gumbrecht, den ich ja vorhin schon mal zitiert hatte, mit dem Klimawandel, der findet natürlich doof, dass es eine Praxis gibt, der ist dagegen. Genau, und das begründet er so. Noch bevor die ideologisch Verbiesterten die vorwurfsvolle Frage formulieren konnten, ob Foucault, Derrida und der Neohistorismus die Theorien und Werte der klassischen Linken verraten hatten, zog das Klima der Wissenschaftlichkeit und der politischen Programmatik schon wieder an. Cultural Studies mochte ein geisteswissenschaftliches Potpourri aus allem und jedem sein, aber die Bewegung versprach empirische Genauigkeit und Engagement im Kampf um die Anerkennung jeglicher Arten von Identität. Genau. Dass Identität in den 90ern als Kategorie groß wurde, zum Teil halt auch eben vorher, aber da nochmal besonders, hat auch Hobsbawm wieder bemerkt. Ganz witzig, wie er den Aufsatz anfängt. Er hat sich mal Wörterbücher aus den 60ern angeguckt. Das Einzige, was da unter Identität zu finden gibt, ist was aus der Psychologie, also ob man ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da war, aber es hat nichts mit dem zu tun, wie es heute verwendet wird, auf jeden Fall. Genau. Und also das ist jetzt nicht der Grund dafür, dass die Linke nicht auf Identitätspolitik setzen könnte, aber also ich fange mal mit dem Zitat an. That is why the left cannot base itself on identity politics. It has a wider agenda. For the left, Ireland was historically one, but only one, out of the many exploited, oppressed and victimized sets of human beings for which it fought. For the IRA kind of nationalism, the left was and is only one possible ally in the fight for its objectives in certain situations. In others, it was ready to bid for the support of Hitler, as some of its leaders did during World War II. And this applies to every group which makes identity politics its foundation, ethnic or otherwise. Genau. Kannst du das nochmal ganz kurz auf Deutsch zusammenfassen? Ja. Genau.
Laut Hobsbawm könnte halt die Linke sich nicht auf Identitätspolitik begründen, denn die Linke hat eine weitere Agenda. Und als Beispiel sagt er dann halt, dass die Linke sich oft für Irland interessiert hat, beziehungsweise für die Iren, als eine Gruppe von Menschen, die halt ausgebeutet, unterdrückt und ich weiß gerade nicht, wie ich victimized gut übersetzen soll. Ja. Ja. genau. genau. Für die Art von IRA-Nationalismus, den es da halt aber gab, war auch die Linke nur ein möglicher Verbündeter für die nationalistischen Ziele eben. Im Zweiten Weltkrieg haben auch einige IRA-Führer dann halt lieber mit Hitler zusammengearbeitet. So, ne? Und weil sowas halt nicht ausgeschlossen werden könnte, dürfte die Linke sich nicht eben auf Identitätspolitik aufbauen. Genau. Was ist quasi die Folge von diesen verschiedenen Sachen, die dann halt in den 90ern zusammenkommen? Zum einen gibt es ja diese sich verbreitende Idee, dass Gesellschaft, Politik, Ökonomie und so weiter nicht mehr antastbar sind. Die sind nicht mehr zu verändern. Das ist halt jetzt so. Die Geschichte ist vorbei. Gleichzeitig gibt es halt die andere Strömung, die sagt, na, aber deine Identität, die kannst du verteidigen und die darf auch nicht angetastet werden. Das heißt, obwohl seit den 70ern die Armut wieder wächst, konzentriert sich der Protest auf identitätspolitische Themen und Sprachpolitik. Da gibt es ja viele richtige und wichtige Forderungen drin, halt irgendwie, also gerade in den 70ern gab es auch noch ein paar härtere Sachen als heute zumindest in den westlichen Ländern, so, ne, die halt auch durchgesetzt wurden, was auch gut ist. Aber andererseits werden bestimmte Themen damit halt nicht angegangen und des Weiteren ist das halt für die Rechte teilweise relativ leicht zu kontern. Also, ne, wenn halt statt inhaltlicher Kritik kommt, das und das darf man nicht mehr sagen oder das muss man so und so sagen, dann, ja, das ist quasi die Kernkompetenz der Rechten, ihre eigene Identitätspolitik für Rassismus, Sexismus und irgendwelche religiösen Fundamentalismen zu machen. Also das war denen quasi das Feld überlassen. So. Also es ist übrigens auch bei der Wahl von Trump, Alt-Right und so, die hetzen jetzt die ganze Zeit gegen Safe Spaces und Sprachpolizei und machen halt aber eigentlich das Gleiche, nur halt umgekehrt. So, ne? Und nochmal im größeren Maße die Folgen der Konzentration auf Identitätspolitik. Ein Zitat von einem Sprecher der Arbeiterkommunistischen Partei im Iran. Im Iran sind die übrigens illegal. Now society is considered an amalgamation of different identities based on religions and ethnic groups. And the state is defined as a coalition or combination of the heads of these groups. Ne, also der Staat sei jetzt als ein Zusammenschluss verschiedener Identitäten angesehen, basierend auf Religionen und ethnischen Gruppen. Und der Staat im engeren Sinne sei dann halt definiert als der Zusammenschluss der Führer dieser Gruppen. For example, in Iraq in the last decade, the structure of the state and ruling apparatus officially consisted of a Kurd president, Shia Prime Minister und Sunni Head of Parliament. Als Beispiel im Irak für das letzte Jahrzehnt sei die Struktur des Staates offiziell hätte so ausgesehen, dass es halt einen kurdischen Präsidenten, einen schiitischen Premierminister und einen sunnitischen Parlamentschef gibt. The autonomous Kurdistan in northern Iraq is ruled by a different sect of Kurds as well. Also, ne, die autonome Regierung, ich mach's komplett auf Deutsch. Die autonome Regierung in Kurdistan im Norden wird dann nochmal von irgendwelchen einer anderen Sekte von Kurden beherrscht. Und das Ganze war dann halt der Deal zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten mit den verschiedenen Religionen und ethnischen Gruppen in dem Irak nach Saddam. Und ja, wo das Ganze jetzt mit ISIS nicht mehr klappt, versucht die USA im Moment wohl gerade auch noch Baathists und Salafis damit reinzunehmen, was der Typ von der, also dieser Takfir nicht so geil findet. Und dann sagt er, in Afghanistan sieht das genauso aus.
Genau. Wie kommt das aber eben jetzt gerade zu Fall, diese Sache, die sich seit 70ern und speziell dann nochmal seit 90ern entwickelt hat? Man merkt halt einfach, dass es nicht ewig Kapitalismus und liberale Demokratie bleiben wird. Das ist mittlerweile relativ deutlich. Ein paar Schlüsseldaten waren da sicherlich, 11.9., nicht 9.11. aber halt das und dann halt Al-Qaida, ISIS. Aber ich meine, da können wir uns aussuchen. Das nimmt ja im Moment zu, diese praktischen Beweise, dass es mit dem Status quo so nicht weitergeht. Genau. Und dann würde ich jetzt nochmal zu meiner Einschätzung der Lage kommen, also der jetzigen Lage, wie sich halt eben, oder woraus sich Neomodern entwickeln könnte. Dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende und können mit der Diskussion anfangen. Genau. Zum einen gibt es durchaus eine Reihe von Bevölkerungsgruppen, die bei den verschiedenen letzten Wahlen wie zum Brexit oder bei Trump oder bei dieser Wahl in Österreich mit dem Hofer, die sich halt überwiegend gegen diesen Quatsch gewandt haben. Das sind im Schnitt Stadtbevölkerung, gebildete, arme, marginalisierte, also unterdrückte Gruppen und zum Teil halt jüngere Menschen und Leute, die eh durch die Gegend jetten so und irgendwie nicht mehr an einen festen Ort gebunden sind oder so. Genau, davon werden auch einige Kategorien in der nächsten Zeit noch wachsen. Wir haben im Moment den höchsten Urbanisierungsgrad, also ne, die meisten Menschen, die prozentuell gesehen in der Stadt leben, den es jemals gab, mit 54%. Laut der UN wird das bis 2050 auf 66% wachsen. Weltweit in Europa oder? Weltweit. Und weltweit nimmt auch noch die Bildung zu. Also zum Beispiel sinkt weltweit gesehen die Analphabetenrate. Genau. Gleichzeitig gibt es auch eine ganze Reihe neue technische Möglichkeiten, die nicht nur halt eben vom Club of Rome gesagt wird, so das brauchen wir, um die Ökologie zu verändern. Im Moment gibt es ja massiv Einschätzungen und Versuche, eben halt menschliche Arbeitskraft durch Automatisierung einzusparen. Ist im Kapitalismus natürlich scheiße, weil die Leute dann keine Kohle mehr haben. Aber wenn man das Ganze einmal abgeschafft hat, dann könnte das eigentlich ganz nett werden, so ohne Arbeit. Von daher könnte man, Produktivitätsgewinn heißt ja nichts anderes, als dass man mehr nützliche und angenehme Sachen mit weniger Arbeit herstellen kann. Ist doch eigentlich ziemlich gut. Genau. Das sind aber nicht die einzigen Aussichten. Es gibt auch ziemlich schlechte. Ja. 2004 kam die zweite Auflage dieser Studie vom Club of Rome raus, und da haben die dann halt gesagt, ne, wenn wir das jetzt so weitermachen, wie wir das seit den 70ern trotz der Warnung gemacht haben, dass sich eigentlich nicht so viel ändert, dann kollabiert halt das Ökosystem nicht 2100, sondern 2030, das ist in 14 Jahren, heute halt. Also je später generell da Einschnitte gemacht würden, desto kleiner wäre die Weltbevölkerung, der Lebensstandard für diese Weltbevölkerung, die noch erreicht werden könnten. Kleines Problem. So Leute wie Trump oder die AfD, die leugnen halt, dass es einen Klimawandel gibt und sagen, das wäre eine böse Verschwörungstheorie von wem auch immer. Gleichzeitig wollen sie auch noch rebellisch wirken, und obwohl sie rebellisch wirken wollen, fordern sie halt so dann halt so Sachen wie jetzt hier aus dem AfD-Programm, Punkt 11.2, Obergrenze für Steuern und Abgaben, also die besonders viel haben, sollen halt nicht mehr zahlen. 11.4, Vermögens- und Erbschaftssteuer abschaffen, Gewerbesteuer überprüfen, also auch die Steuern für die am meisten haben, sollen abgeschafft werden. Bank- und Steuergesamtes wiederherstellen, also wenn man dann doch noch ein paar Steuern zahlen sollen müsste, dann kann man sie damit halt hinterziehen. Plus, dass es halt diese gegenseitige Hochschaukelung von Neonationalismus und Neofundamentalismus gibt. Es gibt übrigens ein offizielles Strategiepapier des IS, dass sie halt wollen, dass Rechtsradikale im Westen auf Araber oder Muslime oder wen auch immer losgehen, damit die halt isoliert werden und sich dann dem IS anschließen. läuft, ne? dann gibt's halt, passend zu dem letzten, was ich meinte, auch ganz schlechte Aussichten.
Ich habe hier nochmal ein Zitat von Walter Benjamin zum Originalfaschismus halt in 30ern rausgesucht. Können wir mal danach überprüfen, inwieweit das heute vielleicht auch noch aktuell ist für die Probleme, die wir heute schon besprochen haben. Die zunehmende Proletarisierung der heutigen Menschen und die zunehmende Formierung von Massen sind zwei Seiten ein und desselben Geschehens. Der Faschismus versucht, die neu entstandenen proletarisierten Massen zu organisieren, ohne die Eigentumsverhältnisse, auf deren Beseitigung sie hindrängen, anzutasten. Er sieht sein Heil darin, die Massen zu ihrem Ausdruck, beileibe nicht zu ihrem Recht kommen zu lassen. Die Massen haben ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Der Faschismus sucht ihnen einen Ausdruck in ihre Konservierung zu geben. Der Faschismus läuft folgerecht auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus. Die Vergewaltigung der Massen, die er im Kult eines Führers zu Boden zwingt, entspricht der Vergewaltigung einer Apparatur, die er der Herstellung von Kultwerten dienstbar macht. Ja, das mit der Proletarisierung ist gerade nicht ganz so aktuell. Das gibt es zwar noch, aber vor allem eigentlich mehr in Gegenden wie China oder Indonesien. Also warum hier jetzt halt die Leute zur AfD gehen, kann man damit nicht erklären. Die Massen gibt es aber noch, die will der Faschismus auch durchaus organisieren. Die Eigentumsverhältnisse will er dabei, wie wir gesehen haben, nicht verändern, höchstens zum Schlechteren. Wie weit das Hindringen auf die Veränderung gerade faktisch ist, sei auch mal dahingestellt. Ausdruck in der Konservierung ist auch, also ne, er will halt die Leute nicht besser stellen, aber er will halt eine Gelegenheit geben, halt öffentlichkeitswirksam rundzubrüllen. Das passt. Ja, die Ästhetisierung, das haben wir ja in den Videos am Anfang auch schon gesehen, das passt. Der Führerkult auch. Also, ne, wenn die Leute jemandem noch zuklatschen, der gerade sagt, ich verarsche euch, dann würde ich sagen, passt das ziemlich gut. Von daher würde ich sagen, sind die Aussichten tatsächlich relativ düster, was das angeht, oder zumindest potenziell. Genau, von daher wird, wenn jetzt eine Neomoderne entstehen sollte, ein Fehler der historischen Moderne sicherlich nicht mehr von ihr geteilt werden, nämlich dieser naive Fortschrittsglaube, dass das sowieso alles gut werden würde. Weil die Bedingung dafür, dass diese Neomoderne vielleicht jetzt entstehen kann, ist ja gerade, dass durch halt eben die rechten Knüppelschläge die Illusion, dass die 90er ewig wären würden, zerbröselt. Vielmehr würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal noch gar nicht über die Neomoderne sagen. Das können wir dann in der Diskussion machen. Außer vielleicht eins. Auch wieder aus der historischen Moderne halt Brecht als Grundzeug, wo man vielleicht anschließen könnte, so Sachen. Vielleicht fiel uns aus Furcht nichts ein. Das kam schon vor. Was könnte die Lösung sein? Wir konnten keine finden, nicht einmal für Geld. Soll es ein anderer Mensch sein oder eine andere Welt? Vielleicht nur andere Götter oder keine. Wir sind zerschmettert und nicht nur zum Scheine. Der einzige Ausweg wäre aus diesem Ungemach, sie selber dächten auf der Stelle nach. Auf welche Weise dem guten Menschen man zu einem guten Ende helfen kann. Ne, also das muss ja durchaus von den Menschen selbst gemacht werden. So, das ergibt sich ja jetzt nicht von alleine aus den Verhältnissen. dann... Hier noch Quellen und Literatur, falls das wen interessiert. Genau. Und dann würde ich sonst die Diskussion einläuten gleich.